sollten hier immer aufsammeln. Die ganzen Blümchen. Bestimmt irgendwo zu Deko-Zwecken eh mal gebrauchen. Rose und Blume. Wow. Das ist jetzt interessant. Jetzt hier, wow, diese Natürlichkeit dieses Feldes. Merkt, dass es hier, dass das hier kein Feld aus Dekorationsgründen ist, sondern aus reinen praktischen Nutzungsgründen. Dekoration, also dekorativ ist nämlich die ganzen Bäume wegholzen, das Gelände genauso beibehalten. Vielleicht mit dem Unterschied, dass du ein bisschen, dass man ein bisschen dafür sorgt, dass zum Beispiel keine tiefen Löcher sind oder sowas halt. Das ist schon ein bisschen ausgleichter, weil nicht alles konsequent auf eine Ebene bringt. So ist Smooth Lightning wieder aus bei mir. Ich denke fast so aus. Oh, das ist unschön. Nein! Es ist einfach nicht cool. So. Das sieht zum Glück überhaupt nicht schlimm aus. Und so von weitem drauf sieht. Das sind sehr angenehme Farben. Alles so grau in grau. Vielleicht hätte ich die Treppen eher aus Sandstein machen sollen. Ich weiß nur, ob man mit Sandstein machen kann. Ist jetzt ein bisschen eine Abwechslung gewesen, farblich vom gesamten anderen hier. Ich meine, ich habe ja bisher eigentlich nur Holz, Stein, Variationen und Erde verbaut. Im gesamten Let's Play. Das ist, wenn man die Folgen ganz bedenkt, schon ziemlich eintönig. Was die Bauvariationen betrifft. Aber hey. Dafür, dass es so wenige Materialien sind, sieht es doch eigentlich einigermaßen akzeptabel aus. Ich glaube, es kann auch deutlich schlimmer sein. Ich kenne Leute, die bauen hier nur einen Cobblestone. Weil andere Materialien zu wertvoll sind. Ich glaube, ich habe so von der Variabilität her ungefähr die Variabilität einer Skyblock-Welt. Das kommt, glaube ich, hin. Das ist erwerblich. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erde drin. Das dürfte es dann aber auch gewesen sein.
musst du halt immer damit rechnen, dass die Bäume hier unten irgendwann auch abgenutzt werden. Keine Ahnung, ob das geht, eh nicht später mal komme. Auch vielleicht brauche ich da unten mal ein Lagersystem oder sowas. Das kann ich alles noch nicht absehen. Aber auf jeden Fall möchte ich dann nicht damit überrascht werden, dass ich auf einmal Wassereinbrüche habe. Deswegen baue ich hier gleich schon mal alles aus Krill. Das ist, denke ich, am sinnvollsten. So. Und 3, 2, 1. Kein. Brauchen wir noch welchen. Danach muss ich dann wieder runter und neuen Stein holen. Schön. So. Das ist doch ganz angenehm, oder? Oh nein, verdammt, ich habe mich verbaut. Oh je, es wird dunkel. Freue ich mich dann andauernd. Und wow, wir sind sogar noch mit einem Stack Kobeln plus rausgegangen. Sehr schön. Das ist schon der Wahnsinn. Das Feld hat zu große Dimensionen, das sehe ich jetzt schon. Dann ist es statt Dusse, da werden noch so viele Monster kommen. Ich weiß auch noch, wie toll der Durchbruch hier war. Mann. Gute Mühe. So klingt gerade leicht. So, dann nehmen wir jetzt mal hier die Stelle. Dann sieht man schon, dass das Werk etwas sehr viel größer ist. Alter, was zum Henker? Was habe ich da angefangen? Ja, gut. Das ist viel. Das ist sehr viel. Erstmal hier hin. Mehr Erde. Abladen. Zeppelins abladen. Nochmal mehr Erde abladen. Mehr Koppel holen. Dann ist auch gleich die Koppelkiste wieder leer. Wenn die Koppelkiste leer ist, muss ich von unten anfangen, mehr hochzubauen. Ich denke, es ist ein Konzept dann. Oder ich hoffe einfach, dass wenn der Korb leer ist, ich dann schon so weit unten bin, dass ich eh allmählich im Übergang bin, reinzugehen. Oder irgendwie sowas.
ich glaube, ich bin unten auch schon in der finalen Stufe der Dunkelheit angekommen. Alter, was ist das denn jetzt bitte gewesen? Ja, ja, super. Kann ich jetzt hier auch gleich wieder hinmachen. So, und jetzt aber ohne runterzufallen, bitte, danke. Das ist wieder der Hügel. Oder ein Hügel. Ich weiß gar nicht, welcher Hügel das ist. Oh, ein anderer, so wie es aussieht. Ah, wohl nicht ganz. Das ist schon der Hügel. Baum. Und so. Dann sind wir hier offiziell. Entschuldigung. Endlich am Berg angekommen. Also der markiert bei mir irgendwie so ein bisschen so ein Pseudo-Mittelpunkt, obwohl er etwas weiter auf der anderen Seite steht. Hoppala. Tschüss Holz. Werde dich vermissen, weil ich hier nicht mehr hoch, so wenn ich dich jetzt einsame. Oh doch, ich komme noch hoch. Doch nicht, tschüss Holz. So. Wow, so hier jetzt. Dam, 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 dam. Und rein hier. Wow, genau. Jetzt dazu. Bam 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 bim bum bam 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 bim bam bam. Nein, ich habe keinen Stein mehr auf dem Stack gehabt. Eieiei, das ist jetzt aber echt ungünstig. So, das wird echt eine mördermäßige Arbeit. Hier unten wird sehr, sehr viel spawnen. Das wird noch sehr, sehr, sehr spaßig. Ist gerade eine Gruppe von Schweinen gespawnt. Dafür ist eine Kuh verschwunden. Oh je. Yeah. Die Armen. Ah doch, ich geh noch mal rüber. Ja, das ist Dunkelheit auf Max Level. Definitiv.